Hallo und herzlich willkommen bei Labbadia 123. Viel Spaß mit dem Video und genießt es. Ich würde sagen, aber komm, play again, wir machen noch eine Runde. Nehme die 11 und starte mit der 16. Und erstmal eine hohe Summe weg. Alles klar. Ich habe ja auch das Spiel FSV Frankfurt gegen Hansa Rostock gesehen. Ich muss sagen, Hansa. An sich sagen wir mal, wir haben ja die zwei Ligaspiele beide ja bisher gewonnen gehabt. Respekt dafür. Gegen den Regionalligisten sagen wir mal 1-1 bis zum Elfmeterschießen. Und dann im Elfmeter, drei Elfmeter von Kolke zuzuhalten, also Respekt, muss man mal sagen, da muss man wirklich sagen, Respekt, das waren Glanztaten. Und dann alle drei von Rostock top verwandelt, da hatte der FSV Frankfurt wirklich keine Chance. Da hat man wirklich die Torhüterqualität von Hansa Rostock gesehen, also Respekt, muss man echt mal sagen. Also Hansa, wenn ich einen Hut auf hätte, ich würde ihn ziehen. Respekt. Ich weiß jetzt gar nicht, dem wen die in der Liga spielen. Aber ich denke mal, das wird Rostock auch rocken, weil in der Liga ist das ja nochmal anders mit... Ah, schade, Jackpot weg. Da ist das ja nochmal anders als im Pokal, weil wie gesagt, Pokal hat ja andere Gesetze. Was ich geil fand, dass Viktoria Köln, ich sag jetzt den Vereinsnamen bewusst nicht, Hashtag HSV-Fan, aber grün-weiß, geschlagen hat. Also wirklich, Respekt Viktoria Köln. Also, das war nice. Vor allem vor dem HSV-Spiel im Pokal dachte ich mir so, oh, bitte macht nicht grün-weiß nach. Bitte macht nicht grün-weiß nach mit dem Ausscheiden des Pokals. Und dann immer Tore, Ausleihe mit HSV und ja. Also das war geil. Da bangt man ja nämlich auch nochmal so mit. Gerade wenn man ja selbst diese Pokalerfahrung. Warum verliert die ganzen hohen Summen schon wieder? Das ist schon ja Wahnsinn. Na gut, 1,8 Hilfe. Ja, es wird denke ich mal eine andere Summe hier werden. Naja. Gut, okay. Ist halt so. Nehmen wir mal die 21. Ich glaube, Hannover ist ja auch raus, ne? Da habe ich jetzt nicht so ganz genau geguckt, aber ich glaube, die sind. Das wird ja mal weniger. No deal. Aber ich glaube, die sind auch raus. 1000, okay. Nehmen wir mal die 25. 12.500. Oh, könnte wirklich so nur $1 drin sein. Bitte nicht. Ich nehme jetzt sogar einfach den Deal, komm, egal welche Summe das ist. Ja, gut, okay. Naja. Das ist eine blöde Runde, sagen wir es mal so. Aber naja, gibt auch blöde Runden, was soll man dagegen machen, ne? Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.